Welcome back to Let's Play Theme Park World von eurem Trollhunter 1000. Diesmal höchstwahrscheinlich ein nicht zu langer Part. Ihr könnt mir schreiben. Oh shit, zu spät. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr lieber längere Parts wollt oder lieber kürzere, dann werde ich mich daran orientieren. Anfangs waren die Parts eher kürzer, jetzt in letzter Zeit waren sie eher länger, was aber auch daran lag, dass ich jetzt besser länger aufnehmen konnte, längere Parts. Das wird aber nicht immer so bleiben. Dementsprechend eine Frage an euch, sollen die Parts jetzt eher etwas länger sein, also so in die halbe Stunde, ein bisschen drüber oder um die halbe Stunde halt gehen? Oder sollen die eher zwischen 15 und 20 Minuten lang sein? Kann ich mich zumindest grob daran orientieren? Und weißt du natürlich, was euch lieber ist. Gas. So funktioniert das. Das ist repariert, das ist smooth. Habt ihr was Neues erforscht, Gas? Kann ich wieder nicht anklicken. Offensichtlich ist das leicht verbuggt. Raupenrallye ist das nächste und dann Flamingo-Flurio. Dann habe ich Kartstechen erforscht, ne? Kartstechen müsste es sein, genau. Will ich das bauen? Ich möchte eigentlich die goldene Eintrittskarte haben für eine geile Kartbahn. Ob ich das denn jetzt schon bauen sollte? Je ne sais pas. Da oben ist jedenfalls gut Platz, um den Park zu erweitern. Das ist schon mal sehr fein. Da ist nämlich eher doof, weil da ist ja dann hier diese Ziegelmauer, warum auch immer. Das ist eine überdimensionale Ziegelmauer, die offensichtlich Gott persönlich geschaffen hat. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Nicht das Wackelpudding, die gehen ja bekanntlich relativ gern und schnell kaputt. Die Musik geht wieder so ab, dass ich mit grooven muss. Das lassen wir jetzt erst einmal so, oder sollen wir... Nee, wir sollen nicht eine beschissene Kackkartbahn bauen, weil wir uns dann höchstwahrscheinlich wieder eine goldene Eintrittskarte verspielen. Wenn es hier denn dafür eine gibt. Ich bilde meine, ich habe schon einmal gedacht, dass es dafür eine gibt, bei einem anderen Park. Und da gab es dann keine. Jetzt haben wir ein bisschen Geld, jetzt können wir uns da ein bisschen Gebiet dazu kaufen. Das lobe ich mir und durch die Verbesserungen werden hoffentlich auch wieder ein paar neue Leute angelockt. Der Ludger Mutter geht zum Wunschbrunnen, der wünscht sich, das wäre seine Mutter. Versteht ihr den Joke? Ich hoffe doch. Der Mechaniker steht im Kopf durch die Achterbahn und wurde gerade überfahren. Es ist traurig, aber sein Kopf hängt noch dran. Das heißt, ihm scheint es gut zu gehen. Da drüben, das Land kaufe ich auch noch dazu. Einfach, weil ich es kann. Wisst ihr? Ein paar haben Durst. Das kennen wir. Ist nichts Neues. Komm, da kaufen wir noch ein bisschen Land. Oder auch nicht, weil jetzt sind unsere Zahlen nichts mehr so rosig. Wahrscheinlich haben die Dudes ihr Gehalt gekriegt. Ist wahrscheinlich, ja, es ist 2.10. Da mussten wir ein paar Kosten rausfetzen. Hoffen wir, dass wieder mehr Besucher kommen. Aber ohne neue Attraktion. Hm? Nee, natürlich nicht Raupenrallye, Flamingoflug. Was tue ich da? Ich will ja zuerst einmal das Billigere haben, damit ich überhaupt wieder eine Attraktion bauen kann. Ich bin ein bisschen crazy. Ich hoffe, die forschen brav am Flamingo-Flug, die Dudes. Habe ich den Wunschbrunnen jetzt dann schon wieder bei den Runden erhöht, bei den Durchgängen? Nein. Ein paar Dudes lockt er wieder an, das ist sehr fein. Der Wackelpudding dann hoffentlich auch, wenn er weiter erforscht ist. Große Blume müsste dann das nächste sein. Und ich frage mich, ob die Leute auch wegen Extras in den Park kommen. Also sprich, wenn ich so eine große Blume baue, vielleicht kommen da ein paar behinderte Botaniker oder sowas, die sich denken, boah, diese Blume ist geil, die wächst nur hier im Park. Na, wo man vom Teufel spricht. Gras, das ist was für die Junkies. Für die Kiffer, besser gesagt. Brunnen machen wir. Ordentlich, also ich muss sagen. Jetzt kann ich den Preis ein bisschen erhöhen, weil wir verbessert haben. Zahlen die auch 65? Jetzt bleiben sie schon verdächtig lang stehen. Da bildet sich schon ein Cluster. Ich hoffe, der Cluster bildet sich nicht, weil sie nicht genug Geld haben. Nee, kein einziger Daumen runter. Irgendeiner hat wieder hingepisst, aber der Putzmann macht's schon weg. Das passt. Das passt. Das passt. Wir machen alles so, dass es passt. Wisst ihr, so macht man das im Viehpark. Ich hoffe, die verlassen den Park und denen war es nicht zu teuer, sonst gibt es Haue. Und zwar Hort. Die große Blume, wo mache ich die hin? So riesig kann sie nicht sein, wenn sie nur so wenig Platz braucht.
Da ist schon eine Blume, das ist scheinbar eine kleine Blume, oder was weiß ich. Da ist der Donut, da haben wir auch schon was. Das ist jetzt die Question. Da können wir was hinpflanzen. Kommst du? Mach mal. Ein paar der Besucher schlagen etwas über die Stränge, das ist nichts Neues. Das sind die Sauprolos, gegen die kann man nichts machen. Nee, nicht löschen. Viele deiner Besucher haben Durst. Ein paar weitere Trinkhallen wären nicht schlecht. Könnt ihr diesen Satz noch hören? Also ich kann ihn nicht mehr lesen und auch bald nicht mehr aussprechen wahrscheinlich. Und auch das, ich erforsche Extras, Dude. Aber ja gut, was will man machen? Wie viel kostet das dann? 4000. Gut. Das heißt, wir haben jetzt ein gutes Stück Park dazu. 1.11. Wir haben wieder einen neuen Monat. Das geht schnell. Und dann können wir, wenn wir wieder genug Geld haben, hier die Kartbahn hinmachen, Kart stechen. Und zwar hier das ganze Gebiet damit einnehmen. Und das sollte dann hoffentlich ziemlich geiler Schissel werden. Hoffe ich doch. Den Flamingo-Flug können wir dann da unten hinmachen. Also so kleinere Attraktionen. Jetzt die letzte Achterbahn dann natürlich nicht wieder. Aber so kleine Attraktionen können wir ja hier so dazwischen noch hinbauen. Das heißt, da brauchen wir dann nicht unbedingt wieder ein neues Land. Im Notfall können wir auch einen Kredit aufnehmen. Einer geht meistens ganz glatt. Ich wollte es nur beim Dino Park nicht machen, beim Jurassic Park, wobei ich dann natürlich da auch erst wieder reinkommen musste. Na, ich weiß, beste Ausrede ever. Aber es ist natürlich teilweise wirklich so, dass man einige Zeit braucht, um wieder reinzukommen. Die Lilibelle ist Futsch. Also Futsch für die Gäste, weil die sonst sterben vielleicht. Brutal runterfallen und aufgespießt werden. Zu der Musik brutal aufgespießt werden. Das wäre doch irgendwie ein Paradoxon, oder? Da ist viel los. Oh, kann ich auch schon verbessern. Gut, gut. Nochmal die Lilibelle, ja, machen wir nochmal die Lilibelle. Da ist die Zuverlässigkeit nicht so hoch. Und ihr kann. Da kann eine Verbesserung keinesfalls schaden. Zu teuer. Dude, ich senke den Preis. Für euch. Ja? Ist das okay? Wollt ihr mich verarschen? Ich verbessere die Attraktionen für euch. Ich habe Kosten, das sind horrende Summen, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Dadurch sind diese fucking $63 zu viel. Viele deine Besucher haben Durst, bla bla. Könntet ihr jetzt vielleicht für $58 reingehen? Geizige Bastarde. Oh, wir erhöhen auf 60! Für die langsamen Ärsche. Ja, die letzten, jetzt trauen sie sich nicht, wenn sie nicht mehr so eine Riesenmasse sind. Da beugen sie sich dem Mächtigen. Immerhin haben sie einen Intelligenzquotienten über 100 offensichtlich. Jetzt warte ich noch, bis Dezember ist, oder tue ich das? Weil sonst geht sich das mit der Kartbahn vielleicht nicht gescheit aus. Ist jetzt die Question, machen wir das? Der Flamingo-Flug kostet nur 750, das ist von den Kosten her gering, ja. Und das habe ich gesagt, wir wären im Minus, wenn wir das Kartstechen gebaut hätten. Holzumrelle steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das ist sehr lieb von dir, dass du mir das sagst. Da kann ich die Dauer wieder ein wenig erhöhen. Aber das erhöht den Spaßfaktor nicht, dann bringt's nichts. Das ist deppert. Oh, ich will ja nichts sagen, aber das ist deppert. Flamingo-Flug, neue Attraktionen zur Forschung bereit, oder? Nö. Frage ist, war das dann schon die letzte Attraktion? Also besser gesagt die vorletzte, weil wir haben ja dann noch die Achterbahn. Ich weiß es nicht. Das kann ich euch nicht sagen. So, dann... Oh, shit, das habe ich... nicht gesehen, sorry. Stattdessen machen wir hier... Da machen wir den Eingang. Machen wir 4 Runden. Oder machen wir... eine? Nein, das macht dann fast keinen Spaß.
Machen wir 4, come on. Und die Kapazität machen wir dafür höher. Komm, mein Wachdienst ist Master of Disaster. Da muss man gar nichts ändern. Wolfgang Muffe ist nicht der Peter. Der Peter ist auch ein Muffe. Versteht ihr? Der Peter. Costa, was ist los? Du schaust bitte hier, ob irgendwas los ist. Dann kannst du dir die Frage selber beantworten. Bernd Besenstiel, schwing den Besenstiel hier. Und wir wären beste Freunde, Pete. So, jetzt ist schon wieder fast Ende des Monats, aber jetzt brauche ich einfach Kart stechen, come on. Wir müssten jetzt hoffentlich genug Money machen. So, wo baue ich das hin? Ist die Quest eher hier natürlich? Wobei, nee, das ist doof. Denn wir wollen ja natürlich, dass die Leute möglichst kurz hingehen müssen. Das heißt, wir sollten es möglichst hier irgendwo platzieren. Und dann vielleicht hier so drüber bauen. Genau. Und dann warten, bis wir genug Geld haben, um weiterzubauen. Oh yeah. So, das geht sich immerhin aus. Nee, ich wollte nicht die Bahn, sondern das drunter, bitte gerne. Oh no, da muss ich die Warteschlange so kurz machen. Hallo, ich möchte nicht die Drecksbahn auswählen, da muss ich so machen. Haben Sie hier einen bisschen übergewichtigen Weg? Macht auch nichts. Bezüglich Wachmann stelle ich da einfach eine Kamera auf. Die ich mir nicht leisten kann, ne? Bad. Oh yeah, wir sind ins Minus gerutscht, aber das zahlt sich aus für so eine Bahn. Das zahlt sich aus. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder den Eintrittspreis erhöhen auf 65. Und wenn die wieder sagen, sie sind ihnen zu teuer, dann kriegen sie eine Watsche. Wir haben kein Geld mehr. Wenn du 6 Monate in den roten Zahlen bleibst, bist du pleite. Also besorg dir schnell ein Darlehen. Ich sage das genauso wie der Sprecher. Ich sage das immer wieder dazu. Also wenn der Sprecher an wäre, würde das genauso betonen. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, wie der das betont. Aber ich habe es mir gemerkt. Und ich kann ihn im letzten Park, wenn ihr wollt, einschalten. Ihr könnt mir das ja sagen, ob ihr das wollt. Und dann könnt ihr Vergleiche anstellen, ob ich das gut gemacht habe oder eher schlecht gemacht habe. Würde mich selbst ein wenig interessen. Man selbst kann das ja nicht immer so super toll zuordnen. So, jetzt bräuchte ich dann aber auch wieder mehr Mechaniker, ne? Weil jetzt... Ich habe sehr wenige, ne? 5, naja. Wie viel Profit? $300. Läuft. Das läuft, ne? Das läuft. Muss man sagen. Wunschbrunnen passt auch. Paste, paste, alles copy and paste. Alles copy and paste. Da unten könnte ich dann wieder eine Trinkallee bauen, okay. Aber erst kümmere ich mich um die Baustelle. So, jetzt machen wir hier so schön. Zack. Zack, dann machen wir da oben ein bisschen weiter hoch. Rechts. Da so ein paar Bahnen und dann hierher. Ich hoffe, das reicht als sagenumwogene Kartbahn aus. Also sprich, wir sind damit in den Schlagzeilen, will ich damit sagen. Sachen! Nee, das war jetzt bad. Das wollte ich nicht. Kann ich ein Streckenstück löschen? Ich glaube schon mit Land planieren, oder? Nee, kann ich nicht. Oh no. Warum kann ich nicht letzte Streckenteile zurücknehmen? Was soll's. Machen wir so, geht auch. Zack, zack, zack. Müssen die Leute halt ein bisschen bremsen. Haben halt Pech gehabt, die Depperten. So, immer stückweise. So macht man das. Wir könnten natürlich für diese geile Bahn noch einen Kredit aufnehmen. Pilze voll zusammengebrochen. Okay. Was? What? Also Pilzmühle. Ich bin schon ganz verwirrt. Kann schon nichts mehr lesen. Isn't not good.
Wackelpuddingy, Puddingy. Best. Passt. Das passt auch. Machen wir nochmal schnell durch, das passt nicht. Wenn ich dann wieder positive Bilanz habe, dann stelle ich auch wieder da drüben, weiter im Westen, geografisch ausgedrückt, ein paar neue Mechaniker an, damit sich die da auch wieder ein bisschen drum kümmern können. Denn hier in der Nähe ist offensichtlich echt gar keiner. Which is bad. Außer der ist gerade... Ich bilde nämlich an, ich habe da mal einen hingesetzt. Der ist wahrscheinlich gerade im Persian Room. Piet van Löt. Kommst du? Oh, da war er schon. Ups, ich habe ihn nicht gesehen. Der ist so schlank. Den übersieht man gern, den Dude. Viele deiner Besucher haben Durst. Wir haben kein Geld mehr. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ich hoffe, dann bauen wir dieses Kartstechen fertig. Viel Spaß mit meinen Videos. Halt! Bevor ich das sage... Dadurch kriegen wir ganz wenig Geld. Ha! Wie gesagt, bis dahin, viel Spaß mit deinen Videos. Ciao.